2018. 365 Tage, 8.760 Stunden, 525.600 Minuten oder auch 31.536.000 Sekunden. Doch was bleibt? Was hat man am Ende des Jahres erreicht? Ich gebe zu, dass ich dieses Jahr nicht sehr viel geschafft habe. Fangen wir mit YouTube an. Ich habe dieses Jahr auf YouTube ziemlich genau 42 Minuten Content für euch hochgeladen, verpackt in 9 Videos. Das sind im Durchschnitt ca. 4,67 Minuten pro Video. Was ich dazu zu sagen habe? Es tut mir leid. Ich hätte immer Spaß daran, für euch Inhalte zu produzieren. Ich weiß, es gibt da draußen tatsächlich Personen, die sich freuen, wenn ich mal ein Video hochlade. Ich weiß, mir folgen nicht viele Personen hier. Das habe ich auch nicht verdient, dazu erbringe ich nicht die Leistungen. Aber ich möchte jeden einzelnen von euch danken, der mir schon so lange folgt und mich unterstützt. Ich habe es geschafft, in 9 Videos 3-mal mein Comeback anzukündigen. Doch dieses Mal möchte ich es durchziehen. Meine höchste Abonnentenzahl, die ich je hatte, waren 188. Und momentan sind wir schon wieder 181, obwohl es über das Jahr auf 168 abgesunken ist. Ich freue mich, diese Zahl steigen zu sehen. Ja, definitiv. Aber nicht, weil es irgendeine Zahl ist. Nein. Weil ich weiß, dass hinter jedem davon eine Person steht. Eine Person, die sich vielleicht gedacht hat, hey, dem zuzuschauen, das macht Spaß. Ein unglaubliches Gefühl. Ich möchte mir auch ein Ziel für nächstes Jahr setzen, das mit YouTube zu tun hat. Aber ich kann es nicht. Bei jedem Gedanken an den nächsten Schritt fühle ich mich überwältigt. Bei jedem dieses Wow-Gefühl. Das habe ich mit jedem neuen Abonnenten. 180, wow. 190, das wäre krass. 200, uff. Und 250 wäre schon unfassbar. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Und nun einmal weg von YouTube. Was habe ich im Real Life erreicht? Auch hier habe ich meine Möglichkeiten nicht genutzt. Ich möchte hier nicht einfach zu private Details nennen. Aber eins habe ich mitgenommen aus diesem Jahr. Ich denke zu viel. Ich muss manchmal auch einfach mal machen. Und nicht warten, bis der perfekte Moment gekommen ist. Dadurch habe ich dieses Jahr sehr viel verpasst. Ich habe viel zu viel Zeit mit Warten verschwendet. Ich nehme mir für 2019 vor, einfach mal zu machen. Auch hier auf dem YouTube-Channel. Ich weiß noch nicht genau, was ich vorhabe. Aber ich möchte ein paar Sachen versuchen. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch allen noch ein schönes 2019. Macht was draus. Es wird nie wiederkommen.